Bei mir hat alles vor 5 Jahren angefangen. Da war ich in Australien am Bondi Beach, bin spazieren gegangen und da war ein Typ, der war im Foodtruck, der hat Softeis oder so verkauft. Und da habe ich mir gedacht, genau sowas möchte ich auch machen. Dann habe ich mir überlegt, dass ein fester Standort vielleicht doch nicht so schlecht wäre. Durch eine Freundin hat sich dann der Zufall ergeben, dass am Fürstenplatz was frei geworden ist. Das war auch, ich habe mir den Laden angeguckt, 10 Minuten lang, da war eine Galerie drin, also keine Gastronomie, nichts. Und auch mein Bauchgefühl hat mir gesagt, ja, das ist der Laden. Ich habe ihn dann komplett umgebaut mit Küche, allem drum und dran. Und jetzt habe ich seit 2 Jahren den festen Standort und ich muss sagen, es ist viel angenehmer als mit dem Foodtruck. Ich meine, Fürstenplatz, für die, die den Fürstenplatz nicht kennen, ist natürlich auch schon so ein Hut, ne, wo es halt auch einfach gute Leute sind. Ne? Langsam, also ich, langsam. Nicht immer. Also ich glaube, das baut sich langsam auf. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt schon angekommen ist, das kommt langsam. Das ist natürlich heute auch das Thema Standort. Als du in den Laden reingegangen bist, du hast gesagt, okay, du kannst dir das vorstellen, aber was waren so die ausschlaggebenden Punkte, wo du gesagt hast, Mensch, das ist jetzt, sag ich mal, abgesehen von der Location, auch eine schöne Atmosphäre, waren da Läden, die so zu deinem Style gepasst haben? Wie hast du dich da in diese ganze Infrastruktur? Also da war ja nicht viel, da eigentlich gar nichts. Also ich fand, was mir wichtig war, ich wollte immer einen Laden haben mit Außenterrasse. Und das habe ich halt abgecheckt, das wurde dann genehmigt, das war mir sehr wichtig. Ich weiß nicht, also ich fand den Laden, ich wollte große Fenster, Altbau, das war alles gegeben. Ich habe mich einfach da wohlgefühlt und ich mag halt Viertel, die sich entwickeln. Und ich glaube daran, dass sich gerade der Ort da entwickelt und es war halt nicht viel da. Also ich hätte gerne gehabt, dass noch mehr Cafés und so in meiner, weil ich bin für Konkurrenz, es belebt das Ganze, finde ich super. Und ja, deshalb hatte ich einfach ein gutes Gefühl und das hat sich dann auch eigentlich befürwortet. Als du den Standort aufgemacht hast, was hast du noch zusätzlich gemacht, um die Leute mal alle in deiner Umgebung darauf aufmerksam zu machen, dass so, hey, hier bin ich? Als wir umgebaut haben, haben wir schon die Fenster komplett zugeklebt und draufgeschrieben, was kommt, immer neu gemacht, immer neue Plakate gemacht mit unseren Fotos von dem Lunch und dem Frühstück. Da sind die schon ziemlich neugierig geworden. Facebook haben wir super viel genutzt, auch Facebook-Werbung gemacht, richtig. Instagram auch. Und wie gesagt, durch den Truck und die Leute, die wir schon kannten, ist das echt, hat sich ziemlich schnell entwickelt. Also wir haben aufgemacht und es war voll. Also es war, ja. Habt ihr euch auch irgendwelche Online-Tools, sage ich mal, bedient? Du hast gerade eben darüber gesprochen, dass du Facebook genutzt hast, aber hast du, sag ich mal, bist du auch auf bestimmte Online-Magazine zugegangen, hast gesagt, hey, habt ihr Lust mal über uns zu schreiben? Sind die auf euch aufmerksam? Die sind auf uns. Die Rheinische Post hat geschrieben, die Westdeutsche Zeitung, Lux, das Magazin, hat auch geschrieben. Schon so ein paar. Ja, die sind dann gekommen. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Rheinische Post, ist jetzt nicht so meine Zielgruppe, glaube ich. Ne? Also eher dann so die jüngeren Magazine. Aber ich glaube, das meiste war echt über Facebook und Instagram. Und die Leute sind vorbeigelaufen. Ich habe jetzt auch nicht so viel Laufkundschaft. Ich bin ja nicht mitten in der Stadt, aber dadurch. Jetzt ist natürlich auch eine spannende Frage, also hier sind viele Leute, die schon eine Gastronomie haben, ne? Und so wie ich das jetzt auch mitbekomme, dein Laden, der lebt schon sehr, sehr stark davon, dass du das einfach bist, ne? Weil du halt, wie du gerade eben beschrieben hast, du hattest mal vorher einen Laden, dann hast du die Leute reingeholt. Hast du die Vorstellung oder beziehungsweise was würdest du machen, wenn du jetzt quasi noch größer denkst, daraus quasi eine Marke zu machen? Oder gibt es noch eine Vision, die du hast, die du gerade verfolgst? Ja, ich hatte das Kristall übernommen noch. Das ist komplett in die Hose gegangen. Also das war gar nicht cool. Ja, da habe ich gedacht, ich übernehme das einfach. Es läuft einfach alles so weiter. Hat es nicht. Ja, wir haben es dann relativ schnell wieder abgegeben. Und das war so, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich noch mal was mache, dann vielleicht, also nicht in Düsseldorf, sondern irgendwie im Ausland, was komplett anderes. Aber nicht nebenan, nicht als Marke. Nee, also ich denke, der Laden in Düsseldorf reicht für mich als Marke. Auch einfach vom, ich bin ausgelastet. Ist alles gut, ich brauche jetzt nicht mehr. Ja, genau. Und ich denke, Düsseldorf ist auch zu klein. Also ich persönlich denke, wenn ich jetzt noch einen Laden aufmachen würde, vielleicht noch einen, ja, aber mehr auf gar keinen Fall. Also eine Kette, so sehe ich mich auch nicht, weil da gibt es meine Sachen und wie sollen, das soll auch immer alles gleich bleiben und ja. Jetzt mal muss ich nochmal nachfragen, gerade über die Kristallgeschichte. Wo waren denn da so die Punkte, wo du sagen würdest, okay, das hat ein Stück weit gehakt, so, ne? Dass du das... Das war halt, also ich hab echt gedacht, ich übernehme das und ich lasse das so. Ich wollte kein zweites Linas oder irgendwie da einen schicken Laden draus machen. Es war halt ein bisschen abgefuckter, der Laden, so ein bisschen Berlin-Style. Aber ich fand es schön und ich habe gedacht, die beiden, das ist komplett
Linas eher so hipstermäßig und das so ein bisschen runtergekommen. Das läuft, aber es war halt, auch das Publikum war komplett verschieden und es war halt einfach nicht das, was ich mir gedacht habe. Und ich denke, man merkt es relativ schnell, ob ein Laden läuft oder nicht. Ich hätte, klar, hätte ich noch ein Jahr abwarten können. Viele haben gesagt, warte doch noch ein bisschen, aber das wollte ich nicht. Und ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung. Ja. Dann danke dir vielmals. Schön, dass du da warst. Hey.